plus die Gesperrten halt, Kurzweg und Gauss, sind alle. Sonst, Paddy Susek, Björn kommt zurück, wird dabei sein. Und sonst, ja. Freddy wird U21 spielen morgen Abend. Ist wichtig, dass er Spielpraxis sammelt, macht sehr einen guten Eindruck, aber ja, ich habe ihm gesagt, es geht halt nichts über Spielpraxis und er muss spielen und das wird ihm gut tun. Ich bin froh, dass es so ist, dass alle wieder fit sind, die Gesperrten zurück sind und das ist ein Luxusproblem. Ich denke, die zwei jetzt haben es gut gemacht in den letzten Spielen. Klar ist auch Björn und Thomas immer eine Option und Joni auch. So gesehen ist das ein bisschen Luxus, aber mir ist es lieber so. Ja, es war so eine Bestätigung ein bisschen von der letzten Stunde in Großaspach. Konnten wir daran anknüpfen, war ein richtig gutes Spiel. Beide Mannschaften doch, nicht mit der ersten Elf, aber doch auch Nürnberg hatte sehr eine gute Truppe auf dem Platz. Und wir haben verdient gewonnen, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft und waren sehr stabil. Viele Aktionen auch offensiv und das hat uns gut getan. Und es war wichtig. War nur ein Testspiel, aber trotzdem nach Großaspach so nachzulegen, dann gegen Nürnberg, hat jedem nochmal ein bisschen Vertrauen gegeben. Ja, klar, die Stimmung ist gut. Vor allem nach dem 5-1 und dann noch das Nürnberg-Spiel. Wir haben sehr gut trainiert. Die Jungs sind motiviert. Auch wir haben Vertrauen getankt, das merkt man. Wir haben aber auch schon darauf hingewiesen, dass Chemnitz 3-1 gegen Duisburg gewonnen hat, das letzte Spiel, dass man das Spiel sehr ernst nimmt und wir dürfen nicht nachlassen, das ist klar, das wäre komplett fehl am Platz und wir müssen mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Dann können wir sicher das Spiel gewinnen, aber nur wenn wir alle am Limit sind und dieselbe Leistung abrufen wie größtenteils in Großaspach. Ja, mir bleibt vor allem das letzte Spiel gegen Duisburg in Erinnerung, habe ich mir angeschaut, nochmal ganz vor 2 Tagen, das ist alles, was zählt, dass sie da auch Vertrauen getankt haben, dass sie verdient oder hochverdient gewonnen haben gegen Duisburg und Duisburg schlägt man nicht einfach so. Und das soll für uns wirklich eine Warnung sein und die werden auch mit Vertrauen jetzt hier hinkommen. Neuer Trainer, neue Philosophie, Duisburg geschlagen, also wir müssen sehr, sehr fokussiert sein. Die ersten 8 haben am letzten Wochenende oder vorletztes Wochenende alle nicht gewonnen. Das heißt, das ist nicht einfach, gegen die unterklassigen oder die schlechter klassierten Mannschaften zu spielen. Und das soll auch, das war auch so, wir waren die Einzigen, die von den ersten 6, 7 gewonnen haben. Und dann kamen schon die Bayern Amateure, die gewonnen haben. Und alle anderen oben haben unentschieden gespielt oder verloren. Auch Braunschweig, Duisburg, Haching. Seit Wochen kein Spiel mehr gewonnen. Das heißt einfach, es gibt keine einfachen Spiele. Weil ob jetzt der Zweitletzte oder Drittletzte kommt, soll wirklich eine Warnung sein jetzt, dass das in der Liga jeder jeden schlagen kann. Und darauf wollte ich hinweisen. Ich denke, wichtig ist, dass man nicht das Gefühl hat, es geht einfach so. Mit 80% oder jetzt kommt Chemnitz und Zweitletzter oder Drittletzter, egal. Nein, es geht darum, wirklich fokussiert über den Kampf, über die Zweikämpfe, über die Einstellung und dann kommt der Rest.